Da ich gerade ziemlich Bock auf ein bisschen Zombie-Geschnitzel habe, gibt's das jetzt auch. Hier bei einer weiteren Folge von Plants vs. Zombies. Und ja, wir widmen uns immer noch hier den Minispielen, den Rätseln. Und dann gibt's ja auch noch diesen Überlebensmodus, aber den möchte ich gerne erst dann im Anschluss machen. Und ja, vorher werfen wir natürlich mal wieder einen Blick in unseren süßen Zen-Garten. Hier bei unseren kleinen Blümchen. Die alle unheimlich durstig sind. Ihr kleinen Säufer hier. So, zwei von denen sind ja, sollten zumindest schon ausgewachsen sein. Und wir können neue Pflanzen kaufen. Hammer fett. Das mache ich auch. Das, oh, guck mal, die können wir uns auch kaufen, wenn wir genug Geld hätten. Ne, können wir schon die ganze Zeit, oder? Ja. Kauf etwas Baumdünger, damit ein Baum der Weisheit gut wächst. Die Pflanzen kaufe ich mir mal hier. Das ist aber kaum noch Geld. Aber dafür werde ich auch gleich mal die ausgewachsenen Pflanzen verkaufen. Weil die bringen uns ja nicht mehr so ganz viel. Also wenn wir die jetzt weiter gießen, ihr seht ja, da kommt nicht ganz so viel raus. Aus denen. Deswegen warte ich jetzt noch, ich gieße die noch ein bisschen weiter. Sind ja immerhin auch 10 Münzen. Vielleicht noch einmal Radio hören, wenn sie wollen. Und danach werden sie verkauft. Wie sie alle Lust haben, ey. Guck mal, der will Dünger. Yay. Oh, guck mal, der ist auch schon ausgewachsen jetzt. Glaube ich. Nice. Er will ein bisschen Musik. Ja. Guck mal, der will Dünger. Lol, was will der denn jetzt haben? Was ist denn das? Die Pflanzen im Zwinger brauchen ab und zu Ungezieferspray. Das macht sie einen ganzen Tag lang glücklich. Okay. Ich weiß gar nicht, ob das hier wirklich, was für Tage die meinen, ob das wirklich ganze Tage sind. Naja, ich kaufe mal was. Ich habe keinen Dünger mehr, das ist jetzt schlecht. So, Pflanze, du wirst verkauft. Okay. So, und ich glaube, die verkaufe ich jetzt auch. Jetzt habe ich nämlich keinen Dünger mehr. So. Boah, richtig schön hier die Diamanten ernten. Nice. Jetzt haben wir schon mal wieder 7000. Ja, das ist doch ganz nett. Ich hoffe, das rentiert sich hier auch mit dem Geld. Ich glaube, mit den nächsten warte ich noch ein bisschen, bevor ich die verkaufe. Okay, dann machen wir mal weiter. Minispiele. Zombie-Aquarium, ich sehe Sternchen. Hatten wir... Hier bei den Rätseln, hat man das schon fertig? All your brains are belong to us. Ne, komm, das hatten wir letztes Mal erst schon die ganze Zeit. Machen wir erstmal ein bisschen weiter mit den Minispielen. Mit den Sternchen hier. So, was gibt's denn hier? Okay. Jetzt weiß ich nicht genau, was mich jetzt erwartet, aber okay, ich kaufe mal hier eine Hake. Dann nehme ich trotzdem mal die mit und ich nehme... Oh, stimmt, jetzt können wir ja die Melona-Pulte auch mitnehmen. Soll ich das mal machen? Ich glaube, ich nehme die Melona-Pulte mit. Jo. Was kostet denn das Upgrade für die? Da gibt es ja auch so ein Upgrade. Da, 10.000. Okay. Ja komm, nehmen wir die einfach mit. Ich finde die ganz lustig. Nehmen wir hier nochmal die kleinen Nüsse mit. Oder... Ich mach's mal so und... So. Oder? Ist das so okay? Ja, das sieht ganz okay aus. Ja, los geht's. Also, was ist das denn jetzt hier eigentlich? Für alle markierten Fülle. Ach so. Ach, das ist ein Stern. Guck mal auf der Wiese. Ah, das soll ich machen. Und das ist ja schwierig. Okay, dann bin ich aber gespannt. Schauen wir mal. Wie der Ganze so wird. Wir können ja erstmal da was rüberpflanzen und das später einfach wieder abreißen. Das können wir ja auch machen.
Weil hier zum Beispiel würde ich schon gerne meine Sonnenblume haben. So, jetzt schauen wir mal, wo der nächste kommt. Da kommt er. Das heißt... Ach so! Lol. Was stand da? Warte mal. Ich kann da keine Dings hinsetzen. Kein Problem. Jetzt verschießt er den gar nicht. Scheiße! Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich den hinpflanzen soll. Scheiße, ich muss ihn töten irgendwie. Ach, da kann ich gar nicht drüber pflanzen. Scheiße, ich dachte, ich kann die später noch abweisen. Verdammt! Dann schießen die auch so doof. Jetzt muss ich echt mal gucken, wie ich die am besten setze. Oh, verdammt. Blub. Blub. Na, mal gucken. So. Ich kann das echt ja nicht so abschätzen, wo ich die hinsetze, damit die treffen. Ja, ich setze die einfach mal. Ich hoffe, die treffen dann irgendwie. Fliegt, ihr kleinen Sternchen, fliegt! Das sind ja zum Glück auch nicht ganz so teuer. Jetzt haben wir schon mal eine Reihe voll. Oh Gott, sterb, Junge! Sterb! Okay, der scheint zu sterben. Okay, ja, jetzt will ich ja in so einem Blumen, aber ich denke, das sollte trotzdem klar gehen hier, oder? Ich denke schon. Nein, mach die platt! Jetzt fliegen sie hier rum, die kleinen Sternchen. Du kleinen Sternchen, die. So, den nächsten. Oh Gott. Nein! Kommt nicht zu ihr. Komm und nicht zu. Ja, na, Junge. So, der nächste. Ich würde sagen, das ist hier easy peasy, oder? Ja. Also da, ich komme bis jetzt gar keine großen Wellen. Jetzt kommt einer, wa? Eine riesige Welle von Zombies. Ah! Naja, ich denke, wir haben jetzt schon genug Sternchen. Die sollten ja eigentlich ganz gut aufräumen. Wie sie fliegen! Schütze ich hier vorne den nochmal mit einer Nuss. So, komm, ein Sternchen bauen wir noch. Dann hätten wir es auch geschafft. Also, die sind schon irgendwie stark, ne? Ich glaube, ich guck mal gleich, wie viel kann man nicht... Gibt es hier Lexikon? Lexikon, Lexikon öffnen. Wie viel Schaden macht ihr eigentlich? Schaden normal. Okay, und man sagt Sternfrucht, ich war letztens beim Zahnarzt und habe angeblich 4 Löcher. Dabei habe ich nur, guck mal, ein Zahn. 4 Löcher in einem Zahn. Wie ist das nur möglich? Achso, hier der kleine Zahn. Oder wie geil. Ringelblume überlegte mal lang, ob sie eine Silber- oder eine Goldmünze ausschmücken soll. Sie grübelt und wägt ab. Außerdem liest sie gern und verfolgt das aktuelle Geschehen. So halten sich Sieger auf dem Laufenden. Also die Texte sind genial. Melonapult kennt keine falsche Bescheidenheit. Ich habe eindeutig den härtesten Schlag auf dem gesamten Rasen, sagt er. Ich prahle nicht. Sieh dir die Zahlen an, dann glaubst du's. Ja, stimmt schon. Hammer nice. So, fertig. Und sogar ein Diamant. Huhey. Nice, Junge. Nice, 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 Junge. Neues Minispiel. Problem groß, Zombie klein. So, weiter geht's. Zombie Aquarium. Oh Gott, was kommt jetzt? Klick zum Füttern der Zombies auf das Aquarium. Lol. Ist mich verwirrt. Hä? Zeug machen? Was soll das denn? Was? Okay.
Okay. Ich soll die mit Gehirn füttern. Nein, es fliegt vorbei. Warum ist der nicht? Hier, ist doch. Hey, ihr sollt essen. Oh, das waren jetzt zwei. Verdammt. Lol. Ach, der braucht Essen oder was? Ah! Ach so. Die brauchen Essen, ansonsten sterben die oder was? Gut zu wissen. Na gut. Okay. Ich weiß nicht, reicht das schon an Zombies? Soll ich noch mehr machen? Guck mal, der braucht was. Ich würde sagen, das reicht erstmal, oder? Oh, guck mal, der hier braucht Essen. Der braucht Essen. Fliegen die Gehirne durchs Wasser? So, jetzt haben wir schon 615. Füttere die Zombies im Aquarium. Alter. Oh, jetzt habe ich dem zwei Gehirne gegeben. So, ist ja nicht mehr viel. Also gut, das ist jetzt hier nicht so schwer, ne? Irgendwie oder so. Also man könnte natürlich alle Zombies verrecken lassen, indem man ihnen kein Essen gibt. Dann hat man ein Problem, aber das sollte ja eigentlich nicht so schnell geschehen. So, bloß eine sind noch, oder? Ne, zwei brauche ich. Jetzt noch eine. Sehr schön. Wieder ein neues Minispiel. Portal Combat. What the fuck? Backhold mit Twist. Backhold mit Twist. Aber das war ja das, was ich nicht kann. Konnte. Oder immer noch nicht kann. Ist schon richtig. So. Lol. Okay. Kein Zug mehr möglich. Da kann man ja einfach durchklicken und gucken, was passiert. Entweder geht's oder es geht nicht, ne? Okay, das ist ja fast schon zu einfach hier. Zumindest wenn das hier aufgeht, was ich gerade mache. Ich klicke einfach durch rein. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, aber man kann es ja machen, ne? Man hat ja, so wie ich das sehe, unendlich Züge, von daher. Ich mach's nur mal ganz einfach hier. Okay, das ist natürlich ein bisschen, ja, Schieterei, was ich hier mache. Aber gut, ich meine, kann man ja machen, ne? Ich finde, das ist so schwierig, wenn man das so durchgeht, dass sie sich einmal drehen. Da muss ich mir erst überlegen, wo die Pflanzen danach stehen. Das ist ja sehr anstrengend für den Kopf. So, weiter geht's hier. Das fröhliche Rumgeklicke. So, guck mal, 34 Züge haben wir schon. 34 Gruppen, meine ich. Münze. Hab ich da nicht durch? Ich darf das auch nicht zu schnell machen, weil es ansonsten gar nicht geht.
Mal schauen. Die Zombies haben eine meiner Pflanzen gefressen. Das finde ich jetzt aber nicht so nett. Gut, die Sonne brauche ich ja eh nicht. Um mein Ziel zu erreichen, meine ich. Deswegen grade ich hier einfach mal meine Pflanzen ein bisschen ab. So. Ja, nochmal. Oh, ist ja aber stressig hier. Komm, so viele brauchen wir gar nicht mehr. Auch nochmal. Ich klicke einfach nur rum und irgendwas passiert. War mal nice. Fünfzehn Stück brauchen wir noch. Ah! Ey, hört auf meine Pflanzen zu essen. So, klick, 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 klicke die Glück hier. Das Geräusch kann einmal langsam auf die Nerven gehen. Oh, geschafft. Wuhu. Das Klicken hat ein Ende. So, was kommt jetzt hier? Reihenweise Zombie-Greise. Okay. Aber erstmal kommt Problem groß, Zombie klein. Oh, ist ja süß. Oh, ich mag diese Minispiele. Und das ist jetzt auch wieder ein bisschen bequemer als eben das. Weil jetzt muss ich nicht die ganze Zeit klicken. Die kleinen Zombies, die. Die halten noch weniger aus, glaube ich, so war das, ne? Glaube schon, ja. Wurm! Willy Wonka! Willy Wonka! Willy Wonka! Willy Wonka! Oh, jetzt kommt ja schon einer ins Wasser. Kaboom! Da ist ja noch einer. Oh. Ja. Ah, Mist. War ja klar, dass ich die nicht treffe. Na gut. So, gleich haben wir die erste Welle hier. Okay, eine Pflanze brauchen wir noch. Eine kleine Erbsenpflanze. Dann haben wir wenigstens in jeder Reihe erstmal eine. Und hier vielleicht noch eine Nuss. Und da. Hier und da mal eine Nuss. Guck mal, hier haben wir zwei von den großen. Warte mal kurz, bis die hier ein bisschen näher kommen. So. Jetzt habe ich immer noch keine Nuss. So. Guck mal, da unten sind viele. Oh no. Guck mal, der rennt hier durch. Das gibt's doch mal nicht. Ich komme auch so viele von den großen Lümmeln hier. Oh Gott, hier sind sie bald durch die Nuss durch. Diamant! Uhu. So. Regeln die hier? Schaffen die das? Schaffen die das? Ja, das schaffen sie. Hier unten vielleicht mal einen. Oh nein, meine Nuss ist weg.
Hab da einfach meine Nuss gegessen. Frechheit! Frechheit! So, guck mal, hier oben können wir jetzt auch unsere letzte Nuss setzen. Sehr schön. Ich bin bereit. Haben wir sogar noch eine Reservenuss? Du bist jetzt meine kleine Reservenuss, ja? Da sprengen sie alle ins Wasser. Guck mal, wie viele hier kommen. Kommen sie ja noch mehr. Mann. Stimmt, Plants vs. Zombies 2 kommt ja auch raus. Siehst du? Habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Habe ich jetzt letztens mal irgendwo gelesen. Freue ich mich drauf. Soll Juni kommen, ne? Das heißt, das sollte ich sogar vielleicht noch schaffen. Das schaffe ich auf jeden Fall, denke ich, bevor ich in den Urlaub fliege. Vielleicht ist das ja so ein kleines Projekt, was ich da mal bringen kann, während der Zeit, wo ich so ein bisschen abwesend bin. Kann ich das so ein bisschen im Vorhinein aufnehmen. Da freue ich mich drauf. Mal sehen, was da so alles Neues kommt. Bin ich echt mal gespannt, weil die haben echt unfassbar viele Pflanzen hier schon drin. Und ob da echt noch komplett nochmal alles neu, kann ich mir fast gar nicht vorstellen, ey. Schauen wir mal, wie sie das dann machen. Da unten haben sie meine Nuss gefressen. So, letzte Welle. Ja, das sollte doch machbar sein, oder? Haben wir sogar noch ein bisschen auf Reserve, so. Alles easy peasy. Letzte Welle. So, die laufen alle hier zu meiner Nuss. Warte mal, ich lass die mal hier noch ein bisschen näher kommen. Weil die sind schon tot. Das war ja schon was zu einfach hier. Und dafür sogar zwei Diamanten. Haben wir nice. Schlittenfahrt. Mich interessiert dieses Portal Combat. Ich kann mir schon vorstellen, was das jetzt ist. Aber trotzdem, ich will es mal sehen. Lol. Was sind denn jetzt die Eingänge und was sind die Ausgänge? Warte mal, wenn der da reinschießt, kommt das hier raus? Ja. Oh man, nice. Okay, dann funktioniert das hier genauso, oder wie? Weiß ich gar nicht. Also ich schieße hier rein und es kommt da raus, oder wie? Und ich schieße da rein und es kommt da raus. Sehr cool. Plapp, plapp. Plapp, plapp. Das heißt, wir können zwei Reihen abdecken mit einer Reihe Pflanzen. Das ist natürlich cool. Achso, wegen der Mitte müssen wir jetzt bloß gucken, dass wir da auch was hinsetzen. Weil in der Mitte wird das natürlich erstmal nicht abgedeckt. Wie das aussieht, wenn das hier so parallel fliegt. Das finde ich ja mal eine coole Idee, ey. Portal Combat. Oh. Lol. Ach, die Portale, die wechseln auch. Kam jetzt unerwartet. Okay. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, aber okay. Muss ich jetzt mal schauen. Sag mal, jetzt schieße ich da rein und da rein. Ja, ich bin echt verwirrt. Also die kommen von da, gehen da rein, kommen da raus, gehen aber gleich wieder da rein, kommen dann da raus. Und das heißt, wenn die hier reingehen würden, kommen sie da raus. Ja, das heißt, hier oben kommen sie gar nicht durch. Okay. Das ist ja jetzt hier... Oh Gott. Ich habe gar keinen Platz mehr hier. Muss noch ein bisschen Platz schaffen.
Portal wird neu platziert. Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt. What? Okay. Und jetzt? Was? Das bringt mir ja nichts, oder? Doch, jetzt kann ich hier mit einer Pflanze durchschießen, oder was? Jetzt kann die da durchschießen. Ja. Ich setze hier einfach mal ein paar Pflanzen. Schauen wir mal. Die schießt jetzt durch das Portal, okay. Wer schießt hier oben durch? Ach, ihr. Okay. Da unten schießt die. Ich hätte ja noch ein paar von diesen Dingern hier gerne, aber naja. Man kann ja alle haben, wa? Mal gucken, wann die Ballons kommen. Da kommt nämlich schon der erste. Aber der, den treffe ich gar nicht. Das ist ein Problem. Hä? Warte mal, jetzt schießen die da. Wie treffe ich denn jetzt den hier unten? Den treffe ich ja jetzt gar nicht. Doch. Von denen da oben. Hä? Was geht denn hier ab? Blub. Okay. Ja, fast kompliziert hier. Die ganze Sache so. Ich setze einfach überall hin Pflanzen, irgendwas wird schon treffen, wa? Guck mal, hier haben wir noch ein Zunderholz bekommen. Setze ich denn das mal hin? So, und hier haben wir noch einen Kaktus. Den setze ich mal hier hin. Oh Gott. Oh verdammt. Egal. Dafür haben wir noch unsere Kirschen. Kirschen, Kirschen. Oh, so. Gleich letzte Welle. Setzt eure Erbsen in Brand. Den schon wieder nicht, oder was? Mann, ey. So, jetzt steht in jeder Reihe zumindest schon mal einer, aber da die Portale ja auch mitten in meinen Pflanzen stehen. Oh. Oh Gott, ich sehe gerade das Problem. Das ist diese, die einzigen beiden Pflanzen, die hier hinschießen. Aha. Ah, ist ja doof. Schießen die da rein, da rein. Okay. Oh Gott. Na, mal schauen. So, die sind schon mal weg. Ja, gut. Das mit den Erbsen lässt sich leicht regeln. Das lässt sich leicht regeln. So, haben wir auch schon wieder 15.000. Das ist doch ganz nice. Und wieder ein neues Minispiel. Zombastisch. So, Zengarten ruft noch nicht nach uns. Aber der Part ist erstmal an der Stelle vorbei. Wir sehen uns wieder in so 2-3 Tagen, denke ich mal, mit dem nächsten Part hier bei Plants vs. Zombies. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und ja, bis dahin dann. Ne? Tschüss.